Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu dieser Parkvorstellung. Heute begeben wir uns in die Nähe von Köln in einen der wohl bekanntesten Freizeitparks in Europa. Die Thematisierung sucht ihresgleichen, viele Attraktionen der Kategorie Weltklasse, die Rede ist natürlich vom Phantasialand. Das Phantasialand wurde am 30. April 1967 als Märchenwald vom Schausteller Gottlieb Löffelhardt und dem Puppenspieler Richard Schmidt gegründet. Gebaut wurde der Freizeitpark in der ehemaligen Grube Berggeist, einem Braunkohletagebau in der Stadt Brühl. Schmidt wollte zahlreiche Puppen und Kulissen aus seinem Fundus dauerhaft zugänglich machen und gründete deswegen zusammen mit Löffelhardt den Märchenpark. Der Park erfreute sich sofort größter Beliebtheit und wuchs außerordentlich schnell. Seit 1998 ist Robert Löffelhardt alleiniger Geschäftsführer des Parks und hat diesen auf ein gänzlich anderes Niveau gehoben. Auf die genaue Vergangenheit, was wie wo passiert ist, gehe ich jetzt mal nicht ein. Damit könnte man ganze Bücher füllen. Für diese Parkvorstellung ist das Hier und Jetzt wichtig. Daher fangen wir jetzt einfach mal an mit unserem Rundgang. Beginnen wir im Themenbereich Berlin und gehen dann einzeln jeden Bereich nacheinander durch. Berlin bildet quasi den Mittelpunkt des Parks und bietet mit dem Kaiserplatz einen großen Bereich zum Verweilen. Am Anfang der Main Street befinden sich drei Attraktionen. Neben Bolles Flugschule und Bolles Riesenrad, zwei Kinderfahrgeschäften, gibt es hier das beliebte Pferdekarussell. Dieses dreht seit 1998 seine Runden im Park und wurde 2009 an seinen jetzigen Platz umgesiedelt. Gebaut hat das doppelstöckige Karussell, genau wie die anderen beiden Attraktionen, der italienische Hersteller Preston und Barbieri. Schlendert man durch die Berliner Straße, vorbei an Törtchen und Co., Lillys Café oder der sehr beliebten Waffelbäckerei, kommt man zum Funhaus, das verrückte Hotel Tartuffe. Das 2012 eröffnete Laufgeschäft überzeugt mit einer richtig langen Wegstrecke, super vielen Elementen, mega guter Thematisierung und sogar einer Pre-Show. Kann schnell übersehen werden, lohnt sich aber definitiv. Auf der anderen Straßenseite befindet sich der neu gestaltete Eingang zum Wintergarten, dem Showtheater im Bereich Berlin. Hier läuft aktuell Nobis, eine Show voll mit Artistik und Gesang. Gegenüber läuft seit nunmehr 24 Jahren ein, ich nenne es mal Klassiker bzw. Kultfilm, nämlich Pirates in 4D. Denn 3D ist uns nicht genug. Der Piratenfilm mit Comedy-Legende Leslie Nielsen ist natürlich ziemlich veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Ich find's trotzdem ziemlich cool. Für mich ist es halt einfach Kindheit. Gerne könnte man hier aber mal renovieren und einen neuen Film anbieten. Zentraler Blickfang des Kaiserplatzes ist definitiv der 2011 eröffnete Wellenflug, ein Kettenkarussell des Herstellers Zierer. Eigentlich ist dieser Attraktionstyp nichts Besonderes. So wie er hier positioniert und mit Fontänen ausgestattet wurde, sucht er aber, glaube ich, seinesgleichen. Optisch ein absoluter Leckerbissen. Attraktionstechnisches Highlight dürfte in diesem Bereich mit Abstand die 2011 eröffnete Themenfahrt Maus au Chocolat sein. Habt ihr den schicken Eingang betreten, befindet ihr euch in einer großen Berliner Tortenfabrik mit einer unfassbar schön gestalteten Warteschlange. Aber warum seid ihr eigentlich hier? In Berlin herrscht Ausnahmezustand, denn in der Fabrik sind die Mäuse los. Ihr helft Mäusejäger Oskar Koslowski mit Hilfe von Spritztüten, die Mäuse zu verjagen. Die interaktive Themenfahrt von ETF Rides und Alterface überzeugt mit einer Weltklasse-Gestaltung, einer sehr guten Länge und interessanter Technik. Vergleichbare Attraktionen findet man sonst nur bei Disney. Direkt am Ausgang befindet sich das Eiscafé Anni Himmelreich. Hier gibt es wirklich super leckeres Eis in vielen verschiedenen Sorten. Absolute Empfehlung. In der Mitte der Straße in Berlin befindet sich der Zugang zum neuesten Themenbereich des Parks, Ruckburg. Der Steampunk angehauchte Bereich bietet neben Emilys Schokoladenwerkstatt, in der ihr eigens hergestellte Schokolade bekommt, das sehr gute Restaurant Uhrwerk,
den Sandwichladen Kohleschipper, das Hotel Charles Lindbergh sowie die einzigartige Attraktion Fly. Bei Fly handelt es sich um den längsten Flying Coaster sowie den ersten mit Abschuss weltweit. Die von Vekoma gebaute Anlage vom Typ Flying Dutchman überzeugt mit überragender Technik, einem superlangen Layout und einem Themenbereich, der seinesgleichen sucht. Fly ist 1236 Meter lang, 78 km/h schnell, bietet zwei LSM-Abschüsse, zwei Überschläge in Form von Rollen und äußerst viel Interaktion mit dem Bereich. Die Bahn fliegt kreuz und quer über die Besucher, durch Tunnel, durch das Hotel Charles Lindbergh. Die Fahrt bietet je nach Sitzplatz Airtime oder eher positive G-Kräfte, je nachdem, ob man eher vorne oder hinten im Zug sitzt. Mir persönlich gefällt Fly richtig, richtig gut und vermittelt für mich das beste Gefühl des Fliegens auf einem Flying Coaster. Die Mischung aus Airtime, G-Kräften, Rollen und schönen Richtungswechseln macht einfach nur Spaß. Besonders in solch einer beeindruckenden Kulisse. Generell ist der gesamte Themenbereich der absolute Wahnsinn und der Inbegriff von immersiv. Bei meinem ersten Besuch habe ich hier so viel Zeit verbracht, dass ich ganz vergessen habe, dass neben Rookburg ja noch ein ganzer Freizeitpark steht. Man kann es nicht anders sagen, hiermit hat man einfach Maßstäbe gesetzt. Der nächste Themenbereich, den wir besuchen, ist Deep in Africa. Der ursprünglich 2006 eröffnete Bereich ist heute nicht mehr wiederzuerkennen, hatte in den letzten Jahren super aufwendige und Weltklasse Thematisierung und sogar eine neue Attraktion spendiert bekommen. Herzstück des Bereichs ist die 2006 eröffnete Hängeachterbahn Black Mamba. Der Inverted Coaster der Firma B&M war seinerzeit die erste Überschlagsachterbahn des Parks und hat quasi ein neues Zeitalter eingeleitet. Die Anlage selber ist 26 Meter hoch, bietet eine 27 Meter hohe Abfahrt, ist 80 km/h schnell und 768 Meter lang. Die Anlage schlängelt sich ca. zwei Drittel unter Bodenniveau und ist richtig krass mit dem Themenbereich verwoben. Im Layout erwarten euch insgesamt vier Überschläge. Davon ein 20 Meter hoher Looping mit Besucherbrücke hindurch, eine Zero-G-Roll sowie zwei Korkenzieher. Die intensive Achterbahn überzeugt mit einem äußerst knackigen Layout und wie auch bei Fly Weltklasse-Thematisierung. Klar, es ist nicht der größte und längste Inverter, die Aufmachung sucht aber ihresgleichen. 2 Jahre nach der Achterbahn kam dann das Hotel Matamba hinzu, welches mittlerweile auch einen eigenen Hoteleingang hat. Musik 2022 wurde plötzlich eine neue Attraktion im Bereich eröffnet, der Adventure Trail. Hierbei handelt es sich, ähnlich dem Hotel Tartuffe, um ein Laufgeschäft mit unzähligen Hindernissen und Klettermöglichkeiten. Mega lang, mega abwechslungsreich, mega thematisiert. So und nicht anders geht das. Wobei ich mich ehrlich gesagt immer noch frage, wie man das alles auf den Platz bekommen hat. Einfach nur Wahnsinn. Zusätzlich hat der Bereich ein komplettes Makeover bekommen, mit neuer, richtig toller Thematisierung und neuer Wegführung. Vom alten Deep in Africa ist hier nichts mehr zu erkennen. Das ist nochmal ein ganz anderes Level und Niveau. Kommen wir nun zum Themenbereich Mexiko, der mehrere großartige Attraktionen enthält. Vorbei an der Arena de Fiesta, wo aktuell die Eisshow Rock on Ice läuft, geht es direkt zu Talokan. Zum 40-jährigen Jubiläum des Parks wurde hier ein Topspin eröffnet, der zu den schönsten Fahrgeschäften überhaupt gehört. Der Hus Suspended Topspin überzeugt mit einer riesigen Tempelanlage, Wasser- und Feuereffekten sowie einem tollen Soundtrack. Der Topspin schleudert euch auf 18 Meter Höhe und lässt euch diverse Male kopfüber stehen. Definitiv nichts für schwache Nerven. Das Gute,
Die Attraktion ist nicht nur für die Mitfahrer toll. Von der höher gelegenen Terrasse lässt sich das Spektakel gemütlich beobachten. Direkt daneben befindet sich eine der spektakulärsten Wildwasserbahnen Europas, Chiapas. Bei Chiapas handelt es sich um einen supermodernen Lockflume der Firma Intermin, der 2014 eröffnet hat. Chiapas bietet auf seiner rund 6-minütigen Fahrt 5 Ebenen mit insgesamt 3 Abfahrten, davon eine rückwärts, ein Drehteller, eine Hochgeschwindigkeitsweiche, sehr viel Thematisierung und den meiner Meinung nach besten Attraktions-Soundtrack aller Zeiten. Produziert von IMAscore, wie so viele andere geniale Soundtracks im Phantasialand. Besonders die 15 Meter hohe Abfahrt inklusive Erdheimhügel zum Finale ist super beeindruckend. Die gesamte Thematisierung der Anlage ist, man kann es nicht anders sagen, einfach nur krass. Gerade bei blauem Himmel und Sonnenschein versprüht der Bereich ultimatives Urlaubsfeeling. Der Familienklassiker und Publikumsliebling schlechthin ist definitiv Colorado Adventure, die Minenachterbahn, die seit 1996 im Park steht und von Michael Jackson eingeweiht wurde. Der Mine Train von Vekoma ist 26 Meter hoch, 50 km/h schnell und 1280 Meter lang. Das Layout mit insgesamt 3 Lifthills weiß einfach von vorne bis hinten zu überzeugen und macht unfassbar viel Spaß. Jeder, der schon mal vom Phantasialand gehört hat, hat garantiert auch schon mal von der Michael Jackson Achterbahn gehört. Für mich persönlich ein Klassiker, der niemals gehen darf. Die Bahn gehört einfach zum Park wie Mickey Mouse zu Disney. Außerdem ist das zumindest layouttechnisch der beste Mine Train, den ich kenne. Von der Gestaltung her hat Big Thunder Mountain die Nase vorn. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, andere Themenbereiche hat man ja auch schon gekonnt verschönert. Neben der Schlusshelix befindet sich seit 2011 eine unscheinbare, aber mega spaßige Attraktion, Tikal. Hierbei handelt es sich um eine Doppelanlage eines Sierra Family Towers. Von außen sieht's aus wie ein Kinder-Freefall Tower, aber ich garantiere euch, dass ihr definitiv mega Spaß sowie Bauchkribbeln haben werdet. Auch hier habe ich mich nach der Eröffnung gefragt, wo der Platz dafür herkam. Einfach nur verrückt, wie das noch dazwischen gepasst hat. Hinter Tikal befindet sich dann noch die letzte Showarena des Parks, das Silverado Theater. Hier wird aktuell die Stuntshow Battle of the Best gezeigt. Direkt angrenzend an Mexiko liegt der Themenbereich Chinatown. 1981 wurde hier ein unfassbar authentischer Themenbereich eröffnet, der als größte Ansammlung chinesischer Gebäude außerhalb Asiens galt. 1,3 Millionen Bauteile wurden in Taiwan gefertigt und von chinesischen Facharbeitern nach Brühl gebracht. Mit dem Bereich wurde die Themenfahrt Geister-Rikscha eröffnet, die aktuell älteste Attraktion des Parks. Die von Schwarzkopf gebaute und von Haimo ausgestattete Anlage präsentiert viele Szenen aus der chinesischen Mythologie. Man muss ehrlich sein, die Anlage wurde nicht wirklich gepflegt und vegetiert vor sich hin. Ich persönlich wäre nicht traurig, wenn sie durch etwas Moderneres ersetzt werden würde. Für die Nostalgiker natürlich der letzte Strohhalm, der an die märchenhafte Anfangszeit des Parks erinnert. Im Jahr 2003 hat der Bereich seine größte Erweiterung bekommen, das 4-Sterne Superior Hotel Phantasia, heute mit dem Namen Ling Bao. Kurz und knapp, wunderschönes Hotel mit toller Ausstattung, Pool, Bar etc. 2002 kam die zweite Attraktion des Bereichs dazu, der Fengju Palace. Dieser wurde unter anderem als Ersatzbau für die abgebrannte Grand Canyon Bahn gebaut. Beim Fengju Palace handelt es sich um ein Madhouse von Vekoma, einer Schaukel in einer sich drehenden Trommel. Von außen super schick, von innen eher ein Madhouse der unteren Ranglistenregion. Eine weitere Ersatzattraktion befindet sich direkt daneben im Themenbereich Mystery, River Quest. Die Rafting-Anlage des Herstellers Hafema wurde am 26.07.2002 eröffnet und überzeugt mit einer sehr außergewöhnlichen Streckenführung. Statt in der Landschaft eingebettet, fahrt ihr hier nämlich in einer riesigen Burg umher. Durch einen Vertikalaufzug werdet ihr auf 22 Metern Höhe gebracht, fahrt eine 11 Meter hohe Abfahrt herunter,
Fahrt in einen Strudel mit anschließender 7 Meter hohen Abfahrt und nach einer Kurve folgt der finale Drop mit 3 Metern. Die drei Abfahrten, der Strudel, die dazugekommene Thematisierung, River Quest ist eine ziemlich einzigartige Rafting-Anlage und ein bisschen wie Roulette. Entweder ihr bleibt trocken oder ihr kommt geduscht raus. Ich find's auf jeden Fall richtig geil. Direkt neben der Burg befindet sich mit Mystery Castle die höchste Attraktion des Phantasialands. Im 65 Meter hohen Turm befindet sich eine weltweit einzigartige Anlage. Nach dem kurzen Schlossrundgang, bei dem die Geschichte der Attraktion minimalistisch erzählt wird, gelangt ihr in den Hauptturm. Hier wartet dann ein von Intamin gebauter Freefall Tower auf euch. Das Fahrgeschäft des Typs Ballistic Drop Tower schießt euch mittels Druckluft nach oben und auch nach unten. Es gibt verschiedene Fahrprogramme, vormittags intensiv und kurz, nachmittags dann das längere. Aufmachung, Technik, Atmosphäre, das ist richtig geil. Vom eigentlichen Fall bin ich persönlich nie so beeindruckt, eine Fahrt gehört aber bei jedem Besuch dazu. 2016 wurde der Themenbereich Mystery erweitert mit Klugheim. Klugheim ist eine mittelalterliche Stadt inmitten einer riesigen Felsformation. Der Bereich überzeugt alleine schon mit seinem Look. Fantasy-Elemente treffen auf Handwerkskunst, Fels trifft auf Holz und mittendrin zwei Achterbahnen. Die kleinere davon hört auf den Namen Raik und ist ein Family-Boomerang von Vekoma. Hierbei fahrt ihr rückwärts hoch, werdet losgelassen, fahrt die Strecke vorwärts und am Ende dann nochmal rückwärts. Die Bahn ist stattliche 25 Meter hoch, 62 km/h schnell und 209 Meter lang. Die Fahrt ist intensiver, als man erstmal vermuten mag und ist richtig beeindruckend eingebaut. Auch das Zug- sowie das Stationsdesign können vollends überzeugen. Raik ist aber ja nur die kleinere Familienattraktion des Bereichs, der wahre Star hört auf den Namen Taron. Taron ist ein Multi-Launch-Coaster des Herstellers Intamin, der nicht nur mit Weltklasse-Thematisierung überzeugt, sondern auch mit einer äußerst spaßigen, teils intensiven Fahrt. Die Bahn ist insgesamt 30 Meter hoch, 117 km/h schnell und 1320 Meter lang. Das gesamte Layout kreuzt sich 58 Mal selber. Es geht drüber und drunter, kreuz und quer, eine wilde Mischung aus intensiven Kurven, starken Airtime-Momenten und schwungvollen Richtungswechseln. Durch die Einbettung in die gesamte Themenwelt wirkt die Fahrt auch direkt viel schneller. Ihr rast nur knapp an Gebäuden und Felsformationen vorbei. Taron ist und bleibt einfach eine totale Spaßmaschine. Ja, das Layout ist nicht 100% perfekt und für mich persönlich hätte es auch ein, zwei Überschläge gebrauchen können. Nichtsdestotrotz hat man sich hier einen ultimativen Publikumsliebling hingestellt. Selbst nach über 1000 Fahrten macht die Bahn immer noch richtig Laune und wird einfach keinen Müh schlechter. Das ist bei einer Achterbahn wirklich selten. Also, Taron, Weltklasse, fertig. Auf dem Dorfplatz in Klugheim befindet sich mein persönlicher Hauptanlaufspunkt in Sachen Gastronomie. Hier bekommt man neben Crepe und Flammkuchen auch eine schöne Maß an der Humpenbude. Mein Lieblingsrestaurant im Park hört auf den Namen Rudmors Taverne und bietet gut bürgerliche Küche und halt einen leckeren Humpen dazu. Kann ich wärmstens empfehlen. Kommen wir nun zum letzten Themenbereich, Fantasy. Die verspielte Fantasiewelt ist das Zuhause des Volkes der Wus. Im Wustal, dem vorderen Bereich, gibt es verschiedene Attraktionen für die kleineren Gäste. Sei es der lustige Papagei, Wolkes Luftpost, die fröhliche Bienchenjagd oder auch die Aussichtsfahrt Würmling Express. Ein paar Meter weiter, rund um den Mondsee, kommen Tretboote oder auch Vakobato. Hierbei handelt es sich um eine 2009 eröffnete Wasserfahrt des Herstellers Preston und Barbieri vom Typ Splash Battle. Den Battle gab's hier nur nie, hier habt ihr verschiedene Wassereffekte ausgelöst. Aktuell sind die Kanonen, glaube ich, deaktiviert. Die gemütliche, ruhige Fahrt durchs Grün auf dem See ist aber natürlich gut zum Entschleunigen. Qualitativ hochwertig ist das Ganze aber irgendwie nicht, wenn man mal ehrlich ist. Von dieser Seite des Sees blickt man unfreiwillig auf eine riesige Halle. Hier ist aktuell Crazy Bats beheimatet, eine Achterbahn, die seit 1988 besteht und 2019 mit Virtual Reality Brillen ausgestattet wurde.
Die Achterbahn wurde von Vekoma gebaut und als Space Center eröffnet. Die Bahn ist 11,7 Meter hoch, 46,5 km/h schnell und 1175 Meter lang mit 3 Lifthills. Ich selbst bin nicht der große VR-Fan. Hier muss man aber ausnahmslos zugeben, das ist ganz großes Kino. Die Qualität des Films ist für VR richtig stark. Er ist abwechslungsreich, bietet mit den drei Fledermäusen witzige Charaktere und ist perfekt geeignet für die ganze Familie. Natürlich nicht, wenn ihr VR nicht vertragt. Nun begeben wir uns in die große Halle namens Woostown und kommen zu den letzten Attraktionen und Achterbahnen des Parks. In der Mitte befindet sich der Titel Tattle Tree, eine 17 Meter hohe Aussichtsfahrt gebaut von Vekoma. Die beiden Stars des Indoor-Bereiches sind aber natürlich die Achterbahnen Vinyas 4 und Force. Die Spinning Coaster des Herstellers Maurer überzeugen mit sehr außergewöhnlichen technischen Spielereien und einer abwechslungsreichen Fahrt. Ein Aufzug bringt euch auf 17,4 Meter Höhe und entlässt euch in die große Halle. Je nachdem, welche Anlage ihr fahrt, habt ihr eine gemütlichere oder auch wildere Fahrt. Für die Fans intensiverer Bahnen empfehle ich Vinyas 4. Diese bietet eine große Abfahrt und etwas mehr Streckenlänge. Die Hälfte der Fahrt findet im Hellen statt, die andere im Dunkeln. Dort kommen dann auch nochmal Wipp- und Kipp-Elemente. Vinyas 4 und Force sind immer noch die besten Spinning Coaster von Maurer. Alleine durch die technischen Spielereien. Das macht schon wirklich Bock. Nur der Themenbereich an sich könnte mal ein bisschen Überarbeitung vertragen. Der ist aus heutiger Qualitätssicht etwas veraltet. Damit haben wir dann auch unseren Rundgang durch das Phantasialand beendet. Was bleibt einem am Ende groß zu sagen? Der Park ist einfach auf einem Weltklasse-Niveau. Die einzelnen Attraktionen, die übertrieben schönen Themenbereiche, die großartige Gastronomie, das Showangebot, das ist alles einfach nur top. Gut, man kann ankreiden, dass die ruhigen Themenfahrten verschwinden und weniger für ältere Gäste geboten wird. Einen Tod muss man bei dem begrenzten Platz aber ja leider sterben. Ein paar ältere Attraktionen sind noch vorhanden. Mal sehen, was damit passiert. Mit Chiapas und Klugheim hat man schon richtig gute Bereiche gebaut. Rookburg mit Fly und dem Hotel Charles Lindberg hat dem Ganzen aber nochmal ein Krönchen aufgesetzt. Die Gestaltung sucht europaweit seinesgleichen und ich bin richtig gespannt, was in Zukunft noch alles passiert. Man hat ja auch angefangen, alte Themenbereiche aufzupeppen und neu zu thematisieren. Siehe der großartige Deep in Afrika-Bereich oder auch Mexiko oder Klugheim. Für mich persönlich ist das Phantasialand klar Europas bester Freizeitpark. Nicht nur durch meine Kindheitserinnerung und die Verbindung zum Park. Einzigartige, tolle Attraktionen treffen auf Weltklasse Gestaltung. Was will man eigentlich mehr? Und damit danke fürs Zuschauen. Viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt. Bis dann!